Als Selbstständiger musst du eine laufende Buchhaltung machen und eine ganze Reihe von Steuererklärungen abgeben. Das können wir alle leider nicht vermeiden. Aber was du aktiv gestalten und auch dich freiwillig entscheiden kannst, ist, ob du deine Buchhaltung und deine Steuererklärungen machst oder ob du das Ganze an einen Dienstleister, meistens spricht man ja von einem Steuerberater, auslagerst. Und wie du bei dieser Entscheidungsfindung, ob du das Ganze selber machst oder outsourcen solltest, das betrachten wir in diesem Video mal etwas genauer. Ganz wichtig vorab, du solltest unbedingt, unabhängig davon, ob du das Ganze selber machst oder an jemanden abgibst, wissen, was du eigentlich zu tun hast. Das heißt, du solltest ganz grob einen Überblick darüber haben, wozu du eigentlich gesetzlich verpflichtet bist. Die Einkommensteuer, die Umsatzsteuer, vielleicht auch die Gewerbesteuer. Das heißt, welche Steuerarten musst du eigentlich bezahlen? Dazu habe ich übrigens auch ein vertiefendes Video aufgenommen, das findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und auch Buchhaltung ist nicht gleich Buchhaltung. Es gibt unterschiedliche Arten von Buchhaltungen. Einmal die Einnahmenüberschussrechnung und einmal die Bilanzierung mit Gewinn- und Verlustrechnung. Und das Ganze funktioniert auch durchaus unterschiedlich und ist unterschiedlich aufwendig. Und auch die Frequenz, in der so eine Buchhaltung gemacht werden muss, ist durchaus unterschiedlich. Das liegt meistens daran, in welcher Frequenz du deine Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben musst. Also entweder monatlich, quartalsweise oder sogar nur einmal im Jahr. Diese Dinge solltest du unbedingt wissen, vollkommen unabhängig davon, ob du es selber machst oder einen Dienstleister beauftragst. Warum? Weil sonst könnte dir der Dienstleister ja quasi alles erzählen und auch alles in Rechnung stellen. Aber es ist deine Verantwortung als Selbstständiger, dass deine Steuern und deine Buchhaltung in Ordnung sind. Das heißt, du kannst dich dann nicht aus der Affäre ziehen, indem du sagst, ups, das wusste ich ja so gar nicht. Deswegen ganz wichtiger Punkt, das Grundverständnis und das Wissen der gesetzlichen Pflichten. Darüber solltest du auf jeden Fall Bescheid wissen. Was ist der beste Weg, um sich einen Überblick zu verschaffen? Diesen Kanal zu abonnieren. Wir haben ungefähr 500 Videos über die Themen Finanzen, Buchhaltung und Steuern speziell für Selbstständige. Das heißt, du solltest auf jeden Fall als erstes diesen Kanal abonnieren, damit du auch in Zukunft nichts verpasst. Und wenn du dir jetzt einen Überblick verschafft hast, dann stellt sich natürlich die Frage, selbst machen oder beauftrage ich jemand anderen? Und da gibt es durchaus mehrere Aspekte, die man betrachten sollte. Man hört und liest auch so im Internet relativ häufig diesen Tipp, wenn der Dienstleister günstiger ist als das, was du in der gleichen Zeit abrechnen könntest, dann solltest du unbedingt Outsourcing machen. So ganz pauschal kann ich das ehrlicherweise nicht unterschreiben. Wenn du so sehr ausgebucht bist, dass du tatsächlich in der Zeit, in der du deine Buchhaltung machen würdest, arbeiten kannst und tatsächlich auch mehr Einnahmen generieren kannst, dann ergibt das natürlich Sinn. Es gibt aber ganz viele Geschäftsmodelle, in denen das einfach nicht der Fall ist. Was hast du denn davon, wenn du einen Steuerberater für 200 € die Stunde beauftragst und dann zwar arbeitest in der Zeit stattdessen, aber halt nicht mehr Umsatz bei rumkommt. Das heißt, wenn du in der Lage bist, 200 € einem Kunden in Rechnung zu stellen, während du einem Steuerberater 200 € bezahlst, dass er deine Buchhaltung macht, dann ist das ehrlicherweise ein guter Deal, weil der Steuerberater das in der Regel einfach besser kann als du und du kannst dich dann darauf konzentrieren, was du gut kannst und der Steuerberater kann sich dann darauf konzentrieren, was er gut kann. So ganz einfach ist diese Rechnung in der Praxis halt nicht, deswegen solltest du auch immer ehrlich zu dir sein und sagen, kannst du denn tatsächlich in dieser frei gewordenen Zeit überhaupt auch zusätzliche Umsätze generieren? Ein viel wichtigerer Punkt ist ehrlicherweise die Einschätzung deiner persönlichen Fähigkeiten. Kannst du Buchhaltung eigentlich? Kennst du dich mit Steuern aus? Und wenn du es denn nicht kannst, hast du Lust, dich damit auszukennen? Also magst du es, dich mit den Zahlen zu beschäftigen? Magst du es, mit dem Finanzamt zu tun zu haben? Na okay, wer mag's, aber kannst du damit leben, all das Ganze zu machen? Und auch Ordnung in deinem Zahlenwerk zu haben. Wenn das gegeben ist, dann spricht überhaupt nichts dagegen, das auch selbst zu machen. Denn bei der Buchhaltung erstellst du jetzt ja nicht nur eine Steuererklärung oder eine betriebswirtschaftliche Auswertung, sondern du verinnerlichst noch einmal, was in diesem Monat eigentlich finanziell passiert ist. Und ehrlicherweise hilft dir das Buchhaltungmachen sehr dabei, einfach auch den Monat oder das Quartal nochmal zu reflektieren. Du siehst unter Umständen Kosten, die du gar nicht mehr brauchst und die würdest du unter Umständen
Umständen gar nicht sehen, wenn der Steuerberater die Buchhaltung für dich macht. Deswegen hat tatsächlich das Selbermachen durchaus auch Vorteile. Aber du solltest halt auch ehrlich sein und deine Fähigkeiten ja realistisch einschätzen. Bei mir persönlich war dieser Punkt der Fähigkeit absolut gegeben. Ich meine, ich bin gelernter Steuerfachangestellter, ich habe Steuerrecht und Wirtschaftsprüfung studiert, ich kriege das hin, dass ich eine Buchhaltung erstelle und Umsatzsteuervoranmeldungen abgebe. Das ist für mich von der Seite der Fähigkeiten überhaupt gar kein Problem. Aber tatsächlich habe ich trotzdem ab Tag 1 meiner Selbstständigkeit einen Steuerberater, der für mich meine Buchhaltung macht. Warum? Na, die nächste Frage ist, was bist du für ein Typ Mensch? Also, worin bist du gut? Wie ist deine Persönlichkeit? Bist du jemand, der es mag, sich durch solche Zahlen zu arbeiten? Bist du jemand, der solche Termine einhalten kann? Also zum Beispiel am 10. des Monats immer die Umsatzsteuervoranmeldung zu machen. Magst du es, in Kommunikation mit Behörden zu treten und all solche Sachen? Also passen diese Tätigkeiten auch zu deiner Persönlichkeit. Und da muss ich persönlich sagen, dass das bei mir eigentlich ehrlicherweise nie so wirklich der Fall war. Ich kann das ohne Probleme machen für jemand anderen. Wenn es um meine eigenen Zahlen und meine eigene Buchhaltung geht, war ich da immer ein bisschen nachlässiger. Weil in der Selbstständigkeit gibt es immer unglaublich viele wichtige Dinge zu tun. Und die Buchhaltung ist halt so ein Ding, das muss irgendwie nebenbei mit erledigt werden. Niemand wird Unternehmer des Jahres, weil die Buchhaltung gut gemacht worden ist. Sondern man wird richtig guter Unternehmer, wenn man engen Kontakt zu den Kunden hat, wenn man deren Bedürfnisse versteht, wenn man in der Lage ist, diese Bedürfnisse gut zu lösen. Das heißt, Selbstständige haben eine ganze Reihe von Jobs, die sie erledigen müssen. Und Buchhaltung kann da ziemlich ablenken. Und so war das bei mir, dass ich einfach realistisch gesagt habe, das sind halt Dinge, die mache ich einfach nicht gerne. Und auch ich als Typ bin niemand, der dieses Behördendeutsch mag. Ja, ich kann's, aber gerne mache ich das nur wirklich nicht. Neben deinen Fähigkeiten und deiner Persönlichkeit solltest du dir aber auch ganz ehrlich einfach mal deine Ressourcen anschauen. Schaffst du es eigentlich realistisch, deine Buchhaltung und deine Steuern mit der ja erforderlichen Aufmerksamkeit zu bearbeiten? Viele Selbstständige arbeiten 60, 70, 80 Stunden die Woche. Und dann stellt sich natürlich die Frage, hast du wirklich Lust, an einem Wochenende, am Abend irgendwann noch deine Buchhaltung zu erledigen? Wenn du einfach sagst, nee, das ist mir meine Zeit einfach nicht wert, ja, dann lager es halt einfach aus und such dir einen Dienstleister. Und was natürlich auch eine wichtige Rolle spielt, ist das ganze Thema Rechtssicherheit. Grundsätzlich macht jeder Mensch Fehler. Auch Steuerberater machen natürlich Fehler. Ehrlicherweise, meine persönliche Erfahrung ist, Steuerberater machen deutlich seltener Fehler beim Thema Buchhaltung und Steuern als Selbstständige, die das Ganze halt nicht beruflich machen. Und du hast natürlich diese Sicherheit, dass das ordnungsgemäßer erledigt wurde und falls es mal zu einer Prüfung vom Finanzamt kommen sollte und vielleicht wurden auch Fehler gemacht, hast du mit einem Steuerberater an deiner Seite immer den riesengroßen Vorteil, dass er sich darum kümmert. So eine Betriebsprüfung kann wirklich ätzend sein, wenn du keinen Berater an deiner Seite hast. Und ehrlicherweise ist es ziemlich schwierig, einen Steuerberater zu finden, wenn du über Jahre hinweg deine Buchhaltung selbst gemacht hast und jetzt kommt eine Betriebsprüfung, die kündigt sich an und in 2 Wochen soll es losgehen und dann hast du jetzt noch genau 2 Wochen Zeit, einen Steuerberater zu finden. Das wird ehrlicherweise eine Aufgabe, die dürfte dir sehr schwer finden, jetzt dafür tatsächlich einen günstigen Berater zu finden. Vielleicht findest du einen, der wird aber richtig teuer und unter Umständen wäre es dann sogar günstiger gewesen, wenn du einfach ab Tag 1 alles von einem Steuerberater hast erledigen lassen, weil dann redet das Finanzamt und auch der Betriebsprüfer einfach direkt mit deinem Steuerberater und du hast damit erstmal nichts weiter zu tun. Fassen wir das Ganze doch einmal zusammen. Das heißt, welche Kriterien sollten eine Rolle spielen bei der Entscheidung selbst machen oder abgeben? Das ist einmal deine Fähigkeit. Das heißt, kannst du das Ganze eigentlich? Zweitens, deine Persönlichkeit. Passt das so zu dir, diese Arbeit, die du da erledigen musst? Drittens sind es deine zeitlichen Ressourcen. Kannst du das eigentlich überhaupt praktisch bewerkstelligen, dass du dich mit dem Thema beschäftigst? Dann ist es viertens die Rechtssicherheit und fünftens natürlich, was sind die Opportunitätskosten? Das heißt, wie viel Geld oder wie viel mehr Gewinn, mehr Umsatz könntest du erwirtschaften, wenn du diese Zeit jetzt nicht in die Buchhaltung steckst, sondern an deinem Business an anderer Stelle arbeitest? Das heißt, das sind diese 5 Punkte, die du beachten solltest.
kann dir also keine pauschale Antwort geben, weil wir alle sind unterschiedlich. Aber vielleicht kannst du mit diesen 5 Punkten für dich persönlich entscheiden, was der bessere Weg ist. Und zum Abschluss dieses Videos habe ich noch 2 Hinweise. Der erste Hinweis ist, dass du nicht zwingend alles an einen Steuerberater abgeben musst. Das heißt, die Zusammenarbeit mit einem Steuerberater ist nicht schwarz oder weiß. Du kannst auch so eine Mischform wählen. Zum Beispiel machst du die laufende Buchhaltung und der Steuerberater macht dann die Jahresabschlüsse und die Steuererklärungen. Oder aber du nimmst tatsächlich noch einen anderen Dienstleister. Es gibt nämlich auch Buchhalter. Das heißt, es gibt Buchhalter, die keine Steuerberater sind. Die dürfen rechtlich nicht ganz so viel, aber sie sind dafür günstiger. Das heißt, es könnte auch sein, dass du nur das Zettelsortieren machst und Buchhalter erledigt die ganze Buchhaltung und dann wird der Jahresabschluss und die Steuererklärung von einem Steuerberater gemacht. So sieht tatsächlich auch mein aktuelles Setup für mein Unternehmen aus. Ich habe eine Buchhalterin und einen Steuerberater. Meine Buchhalterin macht quasi alles Unterjährige und einmal im Jahr bekommt mein Steuerberater alle Dokumente, alle Unterlagen und die, ja, natürlich die Buchhaltungsdaten und macht daraus die Steuererklärungen. Und da spart man in der Regel auch durchaus Geld. Der zweite Tipp ist ja natürlich der Hinweis auf meine Empfehlungen und zwar Steuerberater und Softwareempfehlungen. Die findest du alle einmal unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke sie dir aber auch gerne noch einmal hier. Du kannst aber natürlich auch gerne erstmal die weiteren Videos auf diesem Kanal anschauen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.